Das sollte reichen. Mal sehen. Rucksäcke, Schlafsäcke, Laternen. Oh, Sonnencreme. Check. Coole Sonnenbrille. Check. Hacky-Sack. Der Sack ist gepackt. Super, ich glaube, wir haben alles für den jährlichen Beste-Freunde-Camping-Trip. Jetzt noch zusammenpacken. Hank, ich lass dich mal damit anfangen. Ich muss mich noch um die Sache mit dem Deal kümmern. Hä? Puh. Wow, wie hast du all das da reingekriegt? Das Geheimnis ist, seine Unterwäsche zu rollen. Wow, 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 wow. Ist das ein Laptop? Heutzutage nennt man das einen tragbaren Computer. Das ist unser beste Freunde Campingtrip. Das bedeutet ich, du, Hank und keine Laptops. Hi, Jungs. Hau? Oh, und ich habe Angela eingeladen. Wenn in dieser Wüste Dinosaurierknochen versteckt sind, dann gehören sie mir. Und ich habe Ginger eingeladen. Jemand muss ihm doch was über die Natur beibringen. Moment mal. 5 Mann auf einem 3-Personen-Beste-Freunde-Trip? Was spricht denn dagegen? Warte mal. 5 sind nicht 3. Keine Sorge, Ben. Wir werden trotzdem alles tun, was wir jedes Jahr machen. Außerdem werden wir einen der seltensten Anblicke der Natur erleben. Ein Mann, der halb Vogel, halb Schlange ist? Noch besser. Einen Ultramond. Wenn der Mond so nahe kommt, dann ist er einfach ultra. Ich seh's nicht. Er ist ja noch nicht aufgegangen. Es ist Tag. Okay, Leute. Laut meiner Checkliste ist es an der Zeit für unsere Hacky-Sack-Session am ersten Abend. Tom? Hey, später, Ben. Ich koche gerade. Okay. Während wir auf dich warten, Hank, Ginger, kicken wir los. Ich hab eher Lust, Musik zu machen. Ich suche nach Dinosaurierknochen. Verstehe. Ich denke, ich bin dann wohl der Einzige, dem die Tradition wichtig ist. La 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 la. Okay, Leute. Versucht, den Song zu erraten. Ich weiß, Dance the Night for You. Nein, warte, ich spiel mal den Refrain. Das ist genau derselbe Ton. Hank, hör bitte auf. Jeder weiß doch, dass wir das Songraten erst am 2. Abend vom Beste-Freunde-Trip spielen. Seht mal, der Ultramond geht auf. Wow. Wenn ich mir den Ultramond so ansehe, muss ich an einen Song denken. Aber Dance the Night for You? Du hast es erraten. Was? No, komm schon. Ja. Na klar, Tom, bring Angela mit. Sicher, Hank, bring Ginger mit. Warum nicht? Hey, jemand sollte Santa anrufen und fragen, ob er Zeit hat. Oh, immerhin habe ich dich geschmuggelt, der Laptop. Na, mal sehen. WLAN? Mitten in der Wüste? Hi, du wach? Ob ich wach bin? Wer ist da? Luna, der Mond. Ha, du bist witzig. Wer ist da wirklich? Au! Wer war das? Moment, das schmeckt wie Mondgestein. Ja, davon habe ich eine Menge, weil ich der Mond bin. Okay, aber wie kann ich mit dir schreiben? Du bist viel zu weit entfernt, um Empfang zu haben. Normalerweise ist das auch so, aber heute Nacht bin ich euch viel, viel näher. Hast du das WLAN nur für diesen Ultramond? Das hatte ich schon immer. Ich konnte es nur nie nutzen. Dann musst du ja einiges aufholen. Möchtest du ein lustiges Internetvideo sehen? Was ist ein Video? Oh Mann! Wo fange ich da an? Was weißt du über Kätzchen? Wow! Hä? Ben? Du lockst dich zuerst aus. Nein, du lockst dich zuerst aus. Das habe ich und dann habe ich mich wieder eingeloggt und du warst immer noch online. Nein. Was läuft hier? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn so gefunden. Vielleicht hat ihn die Wüste irre gemacht. Hey Ben, was machst du da? Oh, ich tätte nur mit dem Mond. Ich dachte, du bringst deinen Laptop nicht mit. Du hast Angela mitgebracht, Hank hat Ginger mitgebracht und dank meines Laptops habe ich Luna gefunden. Moment, Luna? Wie der Mond? Natürlich nicht. Und wie erklärst du dir diese plötzliche Mondfinsternis? Ja, sehr gut. Wow. Habt ihr sie gesehen? Das ist Angela. Ich hab dir doch erzählt, wie sie drauf ist. Hm,
Sie ist genauso, wie du sie beschrieben hast. Warte, was? Nun kommen du und Luna mit auf unsere Wanderung. Oh, kannst du? Ich wünschte, ich könnte, aber ich muss jetzt untergehen. Oh, wann kann ich wieder mit dir chatten? Ich bin in 14.000 Jahren wieder da. 14.000, okay, es war schön, dich kennengelernt zu haben, denke ich. Ja, ich werde dich vermissen, Ben. Ah, ich habe eine verrückte Idee. Wie wär's, wenn ich nicht untergehe und wir weiter gemeinsam abhängen? Ja, das kannst du. Dann kannst du mit uns wandern gehen. Okay, sehr gerne. Sound off. 1, 2. Sound off. 3, 4. Und jetzt alle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey Kumpel, noch ein bisschen und wir sind bei den Pleasant Springs. Das Highlight eines jeden Beste-Freunde-Camping-Trips, oder? Ben? Ich muss. Das ist alles, was ich drauf habe. Was ist so witzig? Ich kann's dir erzählen, aber Luna glaubt nicht, dass du's kapierst. Wirklich? Weißt du, ich bin ziemlich gut im Dingeraffen, aber egal. Okay, wir lachen, weil ich Ben einen zwinkernden Smiley schicken wollte, aber aus Versehen einen Kuss-Smiley geschickt habe. Das war ein glücklicher Zufall. Küsschen, Küsschen. So süß, so lustig. Ihr seid so ein tolles Paar. Okay, Luna muss verschwinden. Okay, ich weiß, dass Luna nervig ist, aber sie macht Ben glücklich. Warte mal, davon muss ich einen Screenshot machen. Zwinkern ist Smiley, lächeln ist Smiley. Katz! Ja, okay, ich rede mit ihm. Sag tschüss. Hey Ben, einige von uns denken, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass Luna, ich weiß nicht, untergeht. Ha? Was heißt denn einige von uns, Angela? Hm. Könnten wir diese Unterhaltung ohne Luna führen? Was du mir sagen kannst, kannst du auch Luna sagen. Zeig's ihm, Benny. Okay, dieser Trip sollte einen Beste-Freunde-Vibe haben. Aber Luna, die ich total cool finde, zieht dich irgendwie von der Gruppe weg. Lass ihn nicht so über uns sprechen, Ben. Na, niemand darf so über meine Freundin sprechen. Luna, komm, wir gehen. Luna bedeutet Ärger. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Ich hab eine Idee. Ich hab einen Dinosaurierknochen. Jetzt, wo wir so alleine sind, meinst du das ernst, was du da gesagt hast? Bin ich wirklich deine Freundin? Nun, willst du das denn? Ob ich das will? Beantwortet dir das deine Frage? Au! Luna, du bist so heiß! Oh, Ben, hör auf! Juhu! Ich bin ein einsamer Asteroid, verirrt in dieser Wüste. Wenn nur ein gut aussehender oder ein durchschnittlich gut aussehender Mann mir helfen könnte. Was zum Teufel macht ihr da? Wir versuchen, den Beste-Freunde-Camping-Trip zu retten. Ihr wart diejenigen, die ihn ruiniert haben, indem ihr Angela und Ginger eingeladen habt. Hey! Aber ihr habt die Wanderung ruiniert, du und Luna. Oh, ich verstehe, was hier abgeht. Du bist neidisch, weil du gerne mit Angela so eine tolle Beziehung hättest, wie ich mit Luna. Was? Diese Angela, was hat dir denn diesen Eindruck vermittelt? Gib's zu, Tom. Du würdest nur zu gerne das hier tun. Luna, ich wollte dich schon vom ersten Moment an küssen. Küss mich, Ben. Ich glaube nicht, dass der Mond der Erde so nah sein sollte. Alle Mann ins Zelt! Ben, denk an den wahren Grund, warum wir hier sind. Beste Freunde Camping Trip. Ben! Ben! Nein! Luna! Stopp! Ben. Beste Freunde Camping Trip? Ja, wir. Beste Freunde, erinnerst du dich? Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte keine Ahnung, dass eine Beziehung zum Mond für so viel Ärger sorgen würde. Ja, ich weiß, dass es schwer ist. Aber es ist wirklich das Richtige, wenn du mit ihr Schluss machst. Ben? Was? Nein, nein, es ist nicht, wonach es aussieht. Was?
Mach's gut, Tom. Gut, das war's. Mach's gut, Ma. Wohin gehst du, Ben? Zum Mond, Mom. Zum Mond. Ich habe keine großen Bedenken, dass Ben nicht mehr hier ist, um gemeinsam Tom und Ben Enterprises zu leiten. Ich brauche ihn nicht. Ich meine, auf gewisse Weise bin ich froh, dass er nicht da ist. Jetzt ist niemand da, der sagt, nein, das ist dumm. Nein, das ist unmöglich. Nein, wir können kein Update machen, das dein Handy nach Schokolade schmecken lässt. Von nun an gibt es nur noch Ja. Ja, ja, ja. Ich kann nicht glauben, dass du hier draußen lebst. Das ist so viel besser als auf der Erde. Sieh mal. Wow, Ben, ich wusste nicht, dass du einen Dank schaffst. Ich bin beeindruckt. Oh, das ist keine große Sache. Soll ich es nochmal machen? Wow, was war das? Oh, das ist Dale. Er ist ein Komet und Angeber. Ja. Luna, ich war nie glücklicher. Ich auch nicht, mein Engel. Ich auch nicht. Ich habe meinen Fans ein Update der Mind Talking Tom App versprochen und das werde ich ihnen auch liefern. Heute? Genau. Hast du mit dem Update überhaupt schon angefangen? Nö, aber das ist doch kein Problem. Aber Ben ist nicht hier. Genau, jetzt bremst uns niemand mehr aus. Nun müssen wir nur noch eine Idee aussuchen, realisieren und veröffentlichen. Bereit? Hier ist meine erste Idee. Ich liebe es. Noch nicht, Hank, aber mir gefällt dein Enthusiasmus. Legen wir los. Ich will in meiner App etwas namens Taschenquaker. Das ist ein Taschenrechner, der quakt. Okay, das liebe ich sogar noch mehr. Ich nicht. Und das ist erst der Anfang. Ich will auch eine Funktion, die ich Talking TomTom nenne. Wisst ihr? TomTom. Die Trommel. Talking TomTom. Oh ja, Talking TomTom. Und was genau tut Didi? Nun, sie verwandelt alles, was du sagst, in einen Drumbeat. Es sind also deine Worte, wenn deine Worte Drumbeats wären. Talking Tom Tom. Ob ich die Idee geliebt habe? Mir hat die Idee nicht einmal gefallen. Aber unterstütze ich einen guten Freund? Okay, wir sind uns alle einig. Talking Tom Tom ist brillant. Nun zum einfachen Teil. Computerzeug. Hast du denn jemals schon Computerzeug gemacht? Das schaffe ich schon. Soll ich ihn dir einschalten? Ja, bitte. Benny, das kitzelt! Das muss Liebe sein. So habe ich noch nie empfunden. Ich bin so glücklich! Moment, ist dieser Krater geformt wie ein Herz? Wo ist Hank? Talking Tom, Tom. Bereit, wenn du es bist. Okay, ich sag etwas und du trommelst es mir nach. Noch nicht. Mein Name ist Tom, mein Partner Ben. Ist auf dem Mond. Wer braucht ihn schon? Talking Tom, 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 Tom. Es funktioniert. Okay. Nun müssen wir nur noch das hier da reinkriegen. Hank, hör auf zu trommeln. Sorry. Seht ihr? Wir kommen gut ohne Ben aus. Wenn er hier wäre, hätten wir Talking Tom Tom nie realisiert. Ja, er hätte die Idee schon vor 4 Stunden zunichte gemacht. Genau, das meine ich ja. Ben weiß nur, wie man Nein sagt. Oder? Ja. Angela, weißt du noch, wie er deine tolle Idee runtergemacht hat? Oh, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wenn Kinder essen, ist die Zukunft gut. Kann ich singen? Brauch was zu trinken. Angela, nein! Das sind Nägel! Dadurch, dass er Nein gesagt hat, hat er irgendwie meine Karriere gerettet. Okay, das war kein gutes Beispiel. Okay, aber ihr könnt nicht leugnen, Ben ist ein großes Nein. Ja, ich vergesse nie, dass er mal zu mir Nein gesagt hat. Ja!
keinen Fall! Nein, Ginger! Nein, 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 nein! Du darfst nicht aufgeben! Steig wieder aufs Fahrrad! Aber Ben... Nein, ich glaub an dich! Ich weiß, dass du das schaffst! Wow! Ja. Ich fahre, Ben! Ja, ich ja, fahre. Ja! Ich bin ja, der glücklichste ja, Junge der Welt! Das solltet ihr nicht mitbekommen! Das war der falsche Rückblick! Aber ihr versteht schon, oder? Ben sagte nein! Was? Hört auf, mich anzugrinsen! Ich weiß, was du meinst, Ginger. Bens negative Einstellung macht dich wütend. Oh, ich weiß noch was, wo Ben nein gesagt Genug hat. Genug mit Ben. Wir müssen jetzt das Mind-Talking-Tom-Tom-Update fertig kriegen. Keine Geschichte mehr über Ben, okay? Ich vermisse Ben irgendwie. Tust du nicht. Das tut niemand. Was? Talking Tom Tom Test, was ist das? Talking Tom Tom, Testvideo Nummer 8. Hallo, mein Name ist Ben und ich wünschte, ich wäre so kreativ wie Tom. Verdammt, ich stecke immer noch im Kuh-Modus. Okay, dieses Update ist vielleicht eine verrückte Idee, aber es ist Tom wichtig, also ist es wichtig für mich. Ich weiß nicht, ob Tom dieses Video jemals sehen wird, aber falls er es tut, würde ich sagen, ich tu alles, Kumpel, meinen Freund abschreiben? Niemals! Das war aber dumm, oder? Ich habe etwas im Auge. Es ist heiß hier drin und ich gehe raus. Es riecht ein bisschen verbrannt hier drin. Hi Ben, was machst du da? Oh, ich mache nur eine App, die all die Abenteuer auflistet, die wir gemeinsam unternehmen könnten. Oh, wie durch einen Asteroidengürtel zu fliegen? Nun, das könnte für mich ein bisschen tödlich sein, aber... Ja, ich denke schon. Solche Sachen halt. Ich weiß, was wir genau jetzt machen können. Lehnen wir uns zurück, entspannen uns und genießen den Sonnenuntergang. Ja, Sonnenuntergang. Das ist eine großartige Idee. Dieser Moment ist perfekt. Du hast recht. Er ist perfekt. Luna, ich weiß, das kommt ziemlich plötzlich, aber... Was versuchst du mir zu sagen, Benny? Luna, möchtest du meine... Hey! Was läuft denn hier? Jeff? Wer ist er? Ich reise zur Erde, um einzukaufen, komme wieder und sehe das. Luna? Ach du meine Güte. Ich dachte, ich könnte diese Firma alleine führen. Aber wieso sollte ich das wollen? Ich kann ohne meinen besten Freund nicht mal einen Computer anmachen. Ah, ich gebe auf. Das Geschäft ist hin. Tom und Ben Enterprises funktioniert nicht ohne Ben. Er musste erst zum Mond reisen, damit wir ihn zu schätzen wissen. Wir hatten nicht einmal die Chance, uns zu verabschieden. Sich von wem zu verabschieden? Ben! Ben! Ja? Ben! Ich freue mich, dass du wieder da bist! Freue mich, dich zu sehen, Kumpel! Was? Hast du Spaß mit Luna? Ich vermisse. Okay, lass dich beendet umarmen. Das mal. Wie kommt's, dass du zurück bist? Ich wusste, dass sie mich braucht, also... Ja, das ist die Antwort. Aber du und Luna wart so verliebt! Hey, genug davon, ja? Ich sage, wir sollten deinen Fans das Mind-Talking-Tom-Update geben, das du ihnen versprochen hast. Ja! Genau das wollte ich hören! Hast du irgendwelche Ideen? Ne Menge. Und du wirst sie alle lieben. Wie wär's mit Mein Talking Tom Krill Tracker? Nein. Pyjama Banana? Nein. Oh, aber den wirst du lieben. Mein Talking Tom Streifenzähler. Er zählt Streifen. Oder? Nein. Nein? Aber ich habe sogar oder gesagt. Okay, okay, okay. Wie wär's mit Mein Talking Tom Tom? Es verwandelt, was auch immer du sagst, in einen coolen Drumbeat. Das könnte funktionieren. Ich habe es sogar schon fast ausgeknobelt. Wirklich? Ja, man muss einfach diesen Kurve vom Drumbeat und dann nimmt man den Kurve für die...